So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem dritten Spieltag. Heute hier im Jahnstein Regensburg, im ausverkauften Jahnstein Regensburg vor 15.210 Zuschauern. Der SSV Jahn und der erste FC Nürnberg trennen sich heute 0:0. Ich begrüße die beiden Cheftrainer auf dem Podium, Robert Klaus und Mirsad Selimbegovic. Und dem Gästetrainer gebührt, wie gewohnt, das erste Wort. Ihr Statement zur Partie, bitte. Ja, hallo und Servus in die Runde. Ja, wichtig für uns war, dass wir defensiv stabil stehen heute. Wir wussten, dass Regensburg oft von Beginn an sehr viel Druck entwickelt, gerade in Heimspielen. Diese Phase mussten wir überstehen und dann wollten wir uns langsam ins Spiel arbeiten. Es kam ein bisschen anders. Wir hatten am Anfang gleich unsere beste Phase des Spiels. Generell war es ein Spiel komplett auf Augenhöhe, wo beide Mannschaften immer ihre Situation hatten, ihre einzelnen Phasen, wo sie dann Überlegenheit hatten, mal Eckbälle rausgearbeitet haben, mal zu Situationen um den Strafraum herum gekommen sind. Das hat sich immer wieder abgewechselt zwischen den einzelnen Mannschaften. Insgesamt wenig Torchancen, jede Mannschaft mit einer sehr großen Torchance. Wir, wie gesagt, in den ersten 15, 20 Minuten in unserer besten Phase. Dann hat Regensburg gegen den Ball ein bisschen was umgestellt, hatte dann besten Zugriff auf unsere Sechser. Die haben wir dann nicht mehr so ins Spiel bekommen und deshalb hat unser Spielaufbau ein bisschen gelitten. Dazu kommt natürlich dann auch die Verletzung vom Tim, wo wir dann ein bisschen noch was umstellen mussten und die Statik etwas verändert haben vom Spiel. Trotzdem glaube ich, in Summe müssen wir mit dem Punkt leben, können wir mit dem Punkt leben. Wir haben zu Null gespielt, das ist wichtig. Wir haben noch Themen, die wir bearbeiten müssen, gerade im Spiel nach vorne. Wir waren etwas zu ungenau, teilweise zu hektisch, technische Fehler gemacht, gerade dann vor der letzten Kette Bälle verloren, die wir behaupten müssen, dass wir dann noch zielstrebiger ins Angriffsdrittel kommen. Das gilt es weiter zu bearbeiten, aber wichtig ist, dass wir in der Defensive Kompaktheit, Stabilität haben. Das ist in der Liga eminent wichtig, das sieht man immer wieder und deswegen arbeiten wir weiter. Danke. Ja, vielen Dank. Dann, Mirsad, bitte ich dich um dein Statement zur Partie. Danke, Hannes. Servus von meiner Seite auch. Ja, so sehr ähnlich wie Robert das gesehen hat, nur dass ich noch eine Großchance von uns gesehen habe. Die erste war in 26., wo Andreas plötzlich alleine steht und wenn er nur Torwart nicht trifft, dann ist drin und ab dem Moment haben wir das Spiel wieder richtig in den Griff bekommen. Wir haben insgesamt zu wenig zugelassen, aber wir haben auch zu wenig so diese gerade Linie entwickeln können, dass wir da noch schneller und besser in die Tiefe hinter die letzte Kette von Nürnberg kommen. Aber das hat auch immer mit Gegnern zu tun, das haben die gut gemacht, gut verteidigt. Zweite Halbzeit, finde ich, waren es immer wieder so kleine Phasen, aber wir hatten da noch einen Großchance von Albers wieder, wo Matena gut hält mit Fuß. Mehr an Großchancen war es nicht. War eine ausgeglichene Partie, wo es keiner so ins Risiko gehen wollte, weil beide Mannschaften wissen, wenn du ein bisschen aufmachst, wenn du zu viel Personal nach vorne schickst, dann kann das schnell in die Hose gehen. War sehr ausgeglichen. Ich finde es auch fair, obwohl da viele Fouls gepfiffen würden, aber irgendwo ist keine böse Fouls. Am Ende müssen wir mit dem Punkt auch leben. Wir können auch damit leben, weil wenn man sieht, was wir im Auftaktprogramm hatten, sind Mannschaften, die woanders spielen wollen, auch im Pokal und auch jetzt nächste Gegner, der jetzt kommt, das ist von Woche zu Woche Hochkaräter. Es ist wichtig, dass wir hinten null haben, dass wir wenig zulassen. Dann hast du den Stabilität, das gibt ja auch Selbstvertrauen und wenn es vorne noch eine reinrutscht, so besser. Aber wie gesagt, wir können damit gut leben, dem Start. Jetzt müssen wir uns gut erholen, nach Hannover fahren und dann nächsten großen Paroli bieten. Robert Nürnberg, alles Gute und gute Besserung für Jungs, die sich heute auch verletzt haben. Ja, vielen Dank, Mirsad. Dann starten wir mit der Fragen der Journalisten. Gerne Name und Medium dazu nennen. Uli Dickmeier, Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. Herr Klaus, Sie haben die Ausfälle schon angesprochen. Was war denn bei Mats Möller-Dehle das Problem und gibt schon eine leise Ahnung, was Tim Handwerker haben könnte? Ja, also Mats hat während des Warm-ups gemerkt, dass er in der Muskulatur einen Schmerz merkt. Er konnte es nicht so richtig definieren, aber er konnte nicht maximal sprinten, nicht maximal schießen, abstoppen und sagt, es war nicht möglich. Hatte sich auch nicht angedeutet, kam plötzlich und überraschend für ihn und auch für uns. Und deswegen mussten wir kurzfristig umstellen. Ist nicht immer so einfach, weil wir hatten natürlich
zwei, drei Varianten auch unter der Woche trainiert im Training, aber es gab keine Variante ohne Mats. Deswegen mussten wir da mal kurz ein bisschen was umstellen und ja, trotzdem haben wir eigentlich gut ins Spiel reingefunden, also daran lag es dann nicht. Der Auftakt fürs Spiel, natürlich hätten wir Mats gerne heute dabei gehabt und brauchen ihn auch in unserem Spiel. Ja, bei Tim sieht es nicht gut aus, er hat selber gleich gesagt, dass da was kaputt ist. Wir sind jetzt im MRT gerade und ja, besteht schon der Verdacht, dass das Kreuzband lediert ist von der Testung her, aber endgültig können wir es erst, wenn wir es rausgeben, wenn die MRT-Untersuchung da ist, aber sieht nicht gut aus. Dann machen wir weiter in der ersten Reihe. Martin Funk, Bild-Zeitung. Für Lawrence war es natürlich auch kein einfaches Spiel durch die taktischen Umstellungen. Zuerst Viererkette geplant, dann Dreierkette reingegangen, dann wieder Umstellung auf Viererkette. Ein Wort zu seiner Leistung. Je länger das Spiel dauerte, hatte ich das Gefühl, dass er sich immer wohler fühlt. Also James hat ein super Spiel gemacht, muss ich sagen, aus der Kalten direkt reingestiegen, ein richtig, richtig abgeklärtes, gutes Spiel, auch in der Eröffnung gute Bälle gespielt, wirklich stiff im Zweikampf gewesen, agil, auch gecoacht schon, war ich sehr zufrieden, haben es uns natürlich auch so erhofft und jetzt ist so gekommen, es war gut, deswegen hat er das sehr gut gemacht. Haben wir Dreierkette? Haben wir nicht gespielt. Wir haben die ganze Viererkette gespielt. Also klar, wir mit Tim und Erik spielen wir öfter so, aber wir haben es komplett im 4-2-3-1 gespielt, die ganze Spielzeit. Deswegen war es für ihn, er hatte unterschiedliche Partner. Also klar, er hatte erst einen Tim links hinten neben sich und dann noch einen Erik, aber hat es gut gemacht, fand ich. Gut, gibt es weitere Fragen? Vielleicht noch eine weitere Frage, wie sind Sie jetzt mit dem Saisonstart zufrieden? Ist das auch die Weiterentwicklung vom Club, dass er eben jetzt hier wieder zu der Stabilität zurückgefunden hat, die er gerade in der letzten Saison zu Beginn ja auch hatte, diese Null, die Sie da auch gefordert haben? Ja, das ist ja das, was wir auch vor der Saison schon gesagt haben. Der nächste Schritt ist erstmal zurück zu dem, was wir gut gemacht haben. Und das ist manchmal schwieriger, als es aussieht. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man das, was gut war, sofort wieder hat in der Saison und dann einfach Dinge oben drauf setzt. Man muss immer erstmal wieder zurück zu diesen Basics, zu dieser Stabilität. Und das hat uns letztes Jahr in der Hinrunde ausgezeichnet und das wollen wir auch dieses Jahr wieder schaffen, dass wir viele Spiele haben, wo wir wenig zulassen, wo wir dadurch Selbstvertrauen haben. Er hat es richtig gesagt, wenn man zu Null spielt und vorne einer reinrutscht, dann gewinnt man meistens. Und das ist halt einfach so. Und es gibt Vertrauen und Selbstvertrauen. Und dieser Schritt wieder nach einer Rückrunde, wo wir viele Gegentreffer kassiert haben, zu viele und auch Spiele hatten, wo wir zu viel zugelassen haben, zu viele Chancen, da wieder hinzukommen, ist schon der nächste Schritt erstmal. Und wenn wir das wieder aufs Parkett bringen, dann sieht es ganz gut aus. Und es ist aber ein ganz hartes Stück Arbeit, sowohl im Training als auch von der Bereitschaft. Man muss immer 100% geben, muss immer bereit sein, auch viele Wege zu machen, sich zu unterstützen, zu doppeln, Zweikämpfe zu bestreiten, aufmerksam zu sein. Das als Basis ist gut und dann können wir an den anderen Themen arbeiten, ohne das zu vernachlässigen. Und das war so in der Rückrunde, wo wir dann ab und zu einfach zu viel zugelassen haben. Und jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir defensiv stabil sind. Auch noch weiter. Peter Patzefall vom Straubinger Tagblatt. Also eine Frage, was bedeutet dir das, zum dritten Mal zu Null gespielt zu haben? Das ist wichtig. Wie du gesagt hast, es ist die Basis im Fußball für uns. Bei Jan Regensburg, dass wir gut Gegenball arbeiten, dass wir Gegner richtig immer wieder so stressen und unter Druck setzen, dass die nicht frei aufspielen können. Das könnten die auch heute nicht. Die haben es wirklich mutig probiert, aber wir waren immer wieder da. Aus einem kontrollierten Spielaufbau ist wenig passiert. Und das ist genau diese Basis, was du brauchst. Diese Bereitschaft, auch Gegenball zu arbeiten, dass alle, die auf dem Platz stehen, diese Gedanke haben und nicht denken, also ich mache mit, aber bringt mir Ball bitte, sondern das funktioniert eben nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, dass wir jetzt wirklich in diesen letzten, also oder in diesen drei Liga- und Pokalspielen, wir haben wirklich sehr wenig zugelassen. Eine Großchance, die Dejan pariert hat gegen Darmstadt und Großchancen, so dass heute die eine nach den Standards, wo Ball wieder reinfliegt, aber aus kontrollierendem Spielaufbau passiert wenig und das ist wichtig. Dein Kollege hat vorhin kurz moniert, in Anführungsstrichen, für seine Mannschaft zu hektisch, zu ungenau, mit technischen Mängeln. Würdest du das Gleiche für deine Mannschaft im letzten Drittel sagen? Ja, wenn ich an Szene in Josch denke, wo er auf 18, 17 Meter ist und keiner kommt im Block, weil die richtig gebunden sind, dass er da nicht schießt
und eigentlich zur Eckfahne schießt, dass wir aus einer vielleicht 60-prozentigen eine 0-prozentige Chance geschafft haben zu machen. Aber das hat auch mit dem Stress zu tun, den der Gegner die ganze Zeit bietet, dass wir auch keinen Raum und Zeit hatten und dass wir auch Gegenball viel arbeiten mussten. Dann hast du Wahl und dann musst du eine Entscheidung treffen. Und ja, jetzt von draußen, ich würde auf seine Stelle schießen. Er glaube ich jetzt auch, aber es ist vorbei, es geht so schnell. Und daher waren nicht alles so ruhig und so mit Ball, aber man darf auch nicht immer ein Haar in die Suppe suchen. Das mache ich nicht. Dankeschön. Gerne. Dann scheint alles beantwortet zu sein. Dann danke für die Teilnahme. Ein schönes Restwochenende und den Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön. Danke, ciao.